Eines der Machtzentren der Sozialdemokratie, wenn man so will, nämlich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Und diese Bundestagsfraktion spielt ja immer eine nicht ganz unwesentliche Rolle im politischen Geschehen. Rolf Mützenich, schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Wenn Sie eine Zeitung machen müssten und müssten eine Überschrift machen zu den bisherigen anderthalb Tagen Parteitag, was würden Sie für eine Zeile wählen? Ein vorausschauender Parteitag, der auf der einen Seite natürlich auch noch mal Bilanz gezogen hat über das, was bisher passiert ist in der Regierung, was die Fraktion erreicht hat, die Regierungsmitglieder, was nicht so gut gelaufen ist, aber natürlich insbesondere, was wir noch auf der Wegstrecke haben. Das war gestern ein wichtiger Beschluss gewesen, aber insbesondere das Vorausschauen, da hat sich heute in dem Papier zum Sozialstaat auch noch mal bemerkbar gemacht, wo wir eben versuchen wollen, in den nächsten Jahren in anderen politischen Konstellation auch anders Sozialstaatspolitik zu machen. Und das finde ich eigentlich ist ein gutes, bereits jetzt schon Resümee für den Bundesparteitag. Nennen Sie ein paar Kernpunkte dieser Vorausschau. Was wird ja auch den Blick auf die SPD möglicherweise verändern, aber auch die SPD zu anderem politischen Agieren führen müssen? Also insbesondere, dass wir auch Angebote an andere politische Parteien machen, insbesondere, dass wir auch noch mal die Frage der Arbeit in den Vordergrund rücken, dass wir aber auf der anderen Seite auch sagen, wir wollen diese Arbeitsgesellschaft, die durch Digitalisierung klimaneutrale Produktion herausgefordert ist, eben auch auf einen Weg bringen, der den Sozialstaat aktiv macht. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann auf der anderen Seite, was natürlich auch noch mal angesprochen worden ist gestern, die Klimapolitik, die wir jetzt gerade im Vermittlungsausschuss mit anderen Ländern, aber auch mit anderen Parteien versuchen, auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Da sind noch wichtige Bedingungen auch aufgeschrieben worden, wo wir versuchen wollen, in den nächsten Tagen in den Verhandlungen zu einem Resultat zu kommen. Manche nennen das, um es auf den Punkt zu bringen, Linksruck. Würden Sie das unterschreiben? Also es ist eine linke Volkspartei immer gewesen. Wir wollen Mehrheiten links von der Mitte auch organisieren und wir wünschen uns eben auch diese Bedingungen. Aber es ist ja nicht alleine bei den Sozialdemokraten in der Hand, ob andere Parteien uns auch diese Hand reichen wollen. Aber indem wir uns programmatisch so aufstellen, finde ich schon, sind Angebote gemacht. Aber wir wollen auch selbstbewusst unserem jetzigen Koalitionspartner gegenübertreten auf der Grundlage des Koalitionsprogramms. Was ist da passiert, dass Sie als linke Volkspartei, wie Sie sagen, jetzt diese Position einer linken Volkspartei noch mal so deutlich machen und vielleicht auch noch mal nachschärfen müssen? Na, ich glaube, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Situation des politischen Systems auch gerade sich so entwickelt hat, dass manche wünschen, dass wir uns auch so positionieren, auch von außen, auch die Gewerkschaften, aber auch nahestehende Verbände. Und ich glaube, es tut gerade einem Parteitag auch gut, wenn man in diese Richtung auch versucht, Beschlüsse zu fassen. Aber ich würde auch sagen, es ist jetzt auch nichts in dem Sinne etwas Neues. Zumindest habe ich mich als Sozialdemokrat immer so verstanden. Aber Sie müssen es noch mal präziser fassen, weil es offenbar auch vielen aus dem Blick geraten ist, dass das, was Sie eigentlich wollen, jetzt auch noch mal neu formulieren mussten. Ja, das ist aber klar. Ich meine, die Partei geht ja auch immer wieder voran. Auf jedem Parteitag, wo das auch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, aber auch Andrea Nahles, die frühere Partei- und Fraktionsvorsitzende, hat sich große Verdienste auch erworben, indem sie auf der einen Seite gesagt haben, gut, weil andere nicht bereit gewesen sind, wir gehen in diese Koalition, versuchen aber auf der anderen Seite so etwas wie mit dem Sozialstaatspapier zu erreichen. Und da hat sie das Copyright drauf. Konzepte sind das eine, die politische Umsetzung, wie Sie wissen, ein bisschen das andere. Wie viel können Sie absehbar von dem, beispielsweise Sozialstaatsreform, beispielsweise Kindergrundsicherung, was denken Sie, wie viel davon können Sie in dieser Koalition, die ja noch knapp 2 Jahre, anderthalb, ein Dreiviertel eigentlich gewählt ist zumindest oder auch im Amt ist, umsetzen? Also wir werden mit dem Koalitionspartner darüber reden, aber ich weiß natürlich auch, dass Teile davon überhaupt nicht im Koalitionsvertrag stehen. Deswegen glaube ich, wird er sehr zurückhaltend sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr im Koalitionsvertrag haben. Wir wollen zum Beispiel über... Ja, ganz kurz, da muss ich mal ganz unhöflich intervenieren. Man kann ja auch Sachen zusammen machen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Das hat es ja immer schon mal gegeben auch. In der Tat. Deswegen haben wir ja jetzt auch durch den gestrigen Antrag zugespitzt. Wir wollen gerade in dem Bereich der Investitionen noch mal stärker mit dem Koalitionsvertrag Partner reden, weiße Flecken bei der Frage der Erreichbarkeit.
im Mobilfunk etc. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sehr stark investieren in eine neue Arbeitsgesellschaft, die durch die Digitalisierung herausgefordert ist. Infrastrukturmaßnahmen im Bereich klimaneutraler Produktion. Das sind Dinge, die ja auch noch nicht so ganz genau im Koalitionsvertrag waren, aber in der Sozialstaatspolitik. Das haben wir ja bereits mit der Grundrente gemacht. Wenn wir uns nur an den Koalitionsvertrag gehalten hätten, wären wir nicht auf die Zahl von 1,5 Millionen eben Menschen gekommen, die von dieser Grundrente profitieren sollen. Im Leitantrag gestern ist die Zahl von 450 Milliarden Euro an Investitionen zumindest mal genannt worden. Und die SPD hat in dem Leitantrag gesagt, wir machen uns diese Zahl durchaus zu eigen, dass das nötig ist. Das ist von einem wirtschaftswissenschaftlichen Institut mal ausgerechnet worden für die Bereiche Verkehr, Bildung. Und in dem Leitantrag steht auch drin, dass man da unter Umständen dann auf die berühmte schwarze Null verzichten müsse, um bestimmte Investitionen stetig auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten dann fortsetzen zu können. Das passt nicht so recht nach meiner Einschätzung zu den Einstellungen des jetzigen Bundesfinanzministers und Vizekanzler Scholz, SPD. Das finde ich schon, weil Herr Scholz ja auch in der Vergangenheit auch bei Ihnen immer wieder gesagt hat, wenn eben die konjunkturelle Entwicklung so ist, ist der Staat mit vielen finanziellen Möglichkeiten so ausgestattet, dass er gegensteuern kann. Aber er ist auch für die Investitionen in Infrastruktur. Und niemand kann von uns voraussehen, wie in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren die Konjunktur verlaufen wird. Ich habe den Finanzminister immer so verstanden, dass er eben bereit ist, gerade in den Bereichen der Infrastrukturmaßnahmen zu investieren. Das werden wir uns genau anschauen, auch mit dem Koalitionspartner. Aber wir sehen ja auch bei dem jetzigen Haushalt, dass große Investitionsmittel, gerade die wir auch den Kommunen, die wir den Ländern geben, auch zurückfließen, weil bestimmte Dinge auch gar nicht so einfach umgesetzt werden. Da wollen wir jetzt bei helfen und da bin ich ganz guten Mutes. Also kein Dissens, kein Konflikt zwischen dem, was die Partei hier formuliert und dem, was der Finanzminister will. Abschließend, Herr Mützenich, die beiden neuen Parteivorsitzenden, mit welchen Erwartungen schauen Sie auf die Andi? Na, ich bin fest davon überzeugt, wir werden nächste Woche mit beiden Parteivorsitzenden eine gemeinsame Fraktionssitzung unternehmen. Wir haben noch zwei Sitzungswochen und ich bin sehr gespannt, was auch dort nochmal von den beiden Parteivorsitzenden erklärt wird. Frau Esken ist ja Mitglied der Bundestagsfraktion, Norbert Walter-Borjans ständiger Gast und ich glaube, wir werden eine sehr gute Zusammenarbeit haben, weil das, was heute und gestern beschlossen worden ist, haben wir auch gemeinsam beschlossen. Viele Delegierte sind auch Bundestagsfraktionen. Abgeordnete und da bin ich durchaus sehr zuversichtlich. Es geht voran mit der SPD? Ich bin in eine SPD eingetreten, die immer vorangegangen ist und ich habe da gar keinen Zweifel für. Die vergangenen Jahre waren nicht immer so zuversichtlich stimmend. Nein, gut, aber ich meine, da haben Sie wahrscheinlich mich gar nicht interviewt. Ich hätte Ihnen auch vor einigen Jahren gesagt, ich bin überzeugt, dass ich in der richtigen Partei bin und dass es auch durchaus, und wir arbeiten ja auf der kommunalen, auf der Landes-, auf der Bundesebene, durchaus Zuversicht gibt und die will ich auch ausstrahlen. Ich hätte jetzt unfairerweise an den letzten Wahlergebnissen festgemacht. Das mag sein, dass Sie das an Wahlergebnissen festmachen, aber viele Menschen werden es auch daran festmachen, haben Sie etwas von dieser Politik und davon bin ich fest überzeugt, dass viele dann Ja sagen. Herr Mützenich, vielen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren.